Die Gemeinde ist die Institution, die am nächsten am Bürger ist. Von jedem Einwohner lebt die Gemeinde. Ohne Gemeinden geht gar nichts. Medianet Community. Fantastische Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Ein wunderschöner Platz, um so ein Fest zu feiern. Heute wollen wir den Scheinwerfer auf die vielleicht wichtigsten Teile unseres Landes lenken, den Gemeinden. Die Ertragseinnahmequellen der Kommunen sind etwa 15 Milliarden im Jahr. Davon kommen etwa 33% aus den Ertragsanteilen. Weitere 30% kommen aus Gemeindeeinnahmen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten und weitere 18% aus Gemeindeeinnahmen. Wir sagen daher, dass die Finanzierungsbasis verbreitert werden muss über öffentlich-private Kooperationsmodelle, über Bürgerbeteiligungsmodelle, über Infrastrukturfonds. Und in dieser Richtung sehen wir eine sehr große Bewegung. Gerade im Bereich Energie, was im kommunalen Bereich ein wichtiges, großes Thema wird, stehen wir gerne mit Expertise bereit, um Projekte zu unterstützen und umzusetzen. Aus den Gemeinden lässt sich in etwa ein Volumen von 2,1 Milliarden Euro errechnen, das hier geplant wird zu investieren. Und wenn ich das hochrechne auf Österreich ohne Wien, ergibt sich durchaus ein Volumen von rund 5 Milliarden Euro. Und das ist eine sehr konservative Schätzung, würde ich meinen. Sie werden mir sicher recht geben, dass die Marktgemeinde Musterdorf ein quasi lebendes Beispiel aus unserer täglichen Beratungspraxis sehr gesund ausschaut. Nicht auszuschließen ist, dass irgendeine nächste Finanzkrise auf uns zukommt. Die Zinsen werden steigen, Mehrausgaben beim Personal sind nicht auszuschließen und ihnen stehen Investitionen bevor. Wenn man das alles jetzt berücksichtigt, dann könnte es durchaus sein, dass der gar nicht so schlechte Forecast sich plötzlich dreht und schon im Jahr 2014 keine frei verfügbare Liquidität vorhanden ist. Also auch da wird man ein bisschen kreativ sein müssen in der Zukunft, weil man die Vorsteuern aus den Errichtungskosten wird mitfinanzieren müssen. Diese kumulierten Zahlen und Fakten erfährt man nicht auch in der kleinen Gemeinde, aber heute, das war sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Wenn alle Gebietskörperschaften Österreichs so wirtschafteten wie die Gemeinden, hätten wir in Österreich keine Wirtschaftskrise und keine Staatskrise. Die Gemeinden sind unwahrscheinlich an der zukünftigen Entwicklung interessiert. Wenn man die Investitionen angeschaut hat, sie sind im Energiebereich, in Zukunftsbereichen, Bildung natürlich massiv und sie sind in den Sozialbereichen. Das heißt also, diese Gemeinden wissen natürlich genau, wo die Bedürfnisse der Menschen liegen. Das ist ein großes Asset, dass wir die bürgernächste Einrichtung sind, dass wir natürlich aber auch, das muss auch klar sein, an unseren Daten gemessen werden und nicht an unseren Worten und Versprechungen.
würde mir wünschen, dass wir mehrere derartige Veranstaltungen durchführen können, um das Bewusstsein der Menschen über die Bedeutung der Gemeinden entsprechend zu schärfen.